So, da sind wir wieder bei den Olympischen Spielen mit Mario und Sonic. Und natürlich spielen wir wieder Sonic. Und wir sind in der Disziplin Rennen. Es wird gerannt, aber es wird nicht richtig gerannt, sondern es ist ein Rennen mit einer Art Skateboard oder Hoverboard oder Laserboard. Es sieht ja aus wie ein Laserboard, ja. Und das steht in Klammer Traum, weil es keine echte olympische Disziplin ist auf den Olympischen Spielen. Aber ein Sonic-Spiel ohne Rennen, das wäre ja wie ein Schnitzel ohne Koteletten. Kroketten? Ach, ist auch wurscht. Ich bin ein bisschen eingerostet, was das angeht. Also ich bin bei so Rennspielen wirklich richtig, richtig schlecht. Man muss während dem Rennen auch Sachen einsammeln, also diese Ringe zum Beispiel. Dann kann man irgendwelche Sachen da machen. Ich bin natürlich jetzt schön an den Ringen vorbei, aber dafür den Looping, den schaffe ich auf alle Fälle richtig super, ja. Und den Olli, den habe ich ja auch schon richtig gut drauf. So, jawohl, gut, ja, zu früh. One foot loose crap, ja, toll. Ich glaube, das wird ein richtig schöner letzter Platz. Ja, schön noch an die Banden ran und an die Kickflip. Alles, was auffällt, ja. Diese Absperrungen da, die muss man natürlich umfahren. Das ist ja logisch. So, links oder rechts, rechts. Ah, da wäre so ein Dings gewesen, wo man auch schnell diese hellblauen, ich weiß gar nicht, was das ist. Wie nennt man das? Extraschienen, wo man dann ganz schnell flitzen kann. Aber es ist, wie gesagt, der erste Versuch, das erste Rennen nach, ich weiß gar nicht mehr, wie viel. Das Spiel ist 2020 rausgekommen, wir haben 23. Naja, so 2-3 Jahre ist es schon her. Und es ist jetzt das erste Mal, wo ich ernsthaft Videos zu dem Spiel Mario und Sonic beim Olympischen Spielen mache. Ich habe übrigens mal abstimmen lassen, gefragt, welchen Charakter würdet ihr spielen? Und da war zum Beispiel, ouch, jetzt sind die Ringe weg, da war zum Beispiel als Antwort Daisy. Weiß ich gar nicht, ist Daisy doch von Donald Duck, oder? Oder gibt es eine andere Daisy? Oder gibt es da ein anderes Spiel, wo man auch Disney-Charakter spielen kann? Das gibt es nämlich auch. Ist mir jetzt nicht bekannt. Und dann war natürlich Tails und Yoshi. Ja, das war ein Satz mit X. War wohl nix. Diese Animation. Ja, jetzt. Aber wie gesagt, es ist ja, ich sehe das als Trainingsphase. Es ist ja eine Trainingsphase. Das habe ich mir übrigens überlegt. Ich werde in jedem Video eine Disziplinrunde durchspielen und sehe das als Training. Und dann, ich schätze mal, der Story-Modus ist dann, dass man dann in allen Disziplinen. Ja, die Dinger da, die Schienen habe ich gemeint, wo die anderen jetzt gerade drüber flitzen. Die muss man da, man muss das Gleichgewicht aufhalten können, dann ist man schneller und dann kriegt es extra Punkte auch noch. Ich sehe das als Training und ich werde dann in Anführungszeichen richtig spielen, wenn ich dann den Story-Modus spiele. Und da bin ich mal gespannt, wie ich da dann abschneide, beziehungsweise wie Sonic da abschneidet. Ich habe mich entschieden, ich werde Sonic als Spielcharakter in diesem Spiel mal beibehalten, dass ein bisschen Kontinuität, erstens, dass Kontinuität drin ist, zweitens, er ist blau, und blau ja, ist schön, und es ist Sonic, es ist Sonic, ja, also zu manch andere, nicht alle, und den anderen Charakteren sind auch ganz cool. Es würde vielleicht auch mal Spaß machen, dieses Krokodil zu spielen oder Yoshi. Aber wie gesagt, Sonic ist the King. So, jetzt gehen wir mal auf die linke Seite. Wobei, das ist ja egal. Das geht ja auf beiden Seiten da hoch. Und wir flitzen dem Ziel immer schneller entgegen. Es gibt uns keine Map, wo wir sehen können, an welcher
Position wir gerade sind, oder? Stehe ich jetzt gerade davor? Nee, da steht nur, den wievielten Platz wir gerade haben. Oder? Ja, ich schiebe mich mal wieder auf die Seite. So, jetzt kann man es sehen. Ja. Jetzt habe ich vergessen, was ich sagen wollte. Ja, und den Story-Modus habe ich mir gedacht, könnte man ja dann ganz, ganz durchspielen als Einteiler-Video machen. Keine Ahnung, wie lange das dann geht. Mal gucken. Ich habe ja schon öfters längere Videos gemacht. Ja, jetzt habe ich es geschafft. Jetzt habe ich es. Juhu. Bin trotzdem auf dem letzten Platz, aber was soll's. Ich habe ja schon öfters mal längere Videos gemacht. Zum Beispiel Grosker, also dieses Semi-Horror-Spiel. Das war auch ein Einteiler. Über 2,5 Stunden habe ich da aufgenommen und gespielt. Das hat nur niemand gesehen. So, 7. Platz. Ja, immerhin. Schon mal nicht der letzte Platz. Das hat nur niemand gesehen. Das haben nur 3 Leute gesehen und es ist ein bisschen schade. Für solche Spiele, so Horror- oder auch Fantasy-Spiele, habe ich mich jetzt doch entschlossen, das auf einem separaten Kanal zu machen. Nämlich auf Mune Moon Watcher. Wer mag, kann da gerne mal reingucken. Ist aber noch ziemlich experimentell. Also ich mache da so ganz kurze Creepy-Spiele. RPG-Grinke. Och, wie nennt man das? Ich habe keine Ahnung. Also so Spiele, wo so verpixelt sind und wo man da Sachen irgendwie Point-and-Click-mäßig machen muss. Ist noch experimentell. Mal gucken, ob ich da dann auch Ori und andere längere Spiele dann mache oder ob ich dies dann doch hier auf dem Hauptkanal mache und auf Mewen bloß so kleine experimentelle Sachen. Mal gucken. Ihr könnt ja mal in die Kommentare schreiben, soll ich Ori spielen? Wollt ihr Ori hier sehen? Oder das lieber auf dem Extra-Kanal? Ich habe übrigens mitbekommen, gleich 2 News, 2 Spiele, wo ich brennend interessieren und die ich unbedingt spielen muss. Das eine ist Ratchet & Clank. Gibt es jetzt auch für PC. Da freue ich mich richtig drauf. Das soll über 50 Euro kosten, aber ich glaube, das ist es mir wert. Und ein Spiel zu den Trolls, zu dem Trolls-Movie. Da bin ich richtig, richtig gespannt drauf. Es ist noch kein Release-Datum zu dem Trolls-Spiel da oder was es kosten soll. Ich schätze mal auch mindestens 40, 50 Euro. Und das werde ich selbstverständlich hier auf diesem Kanal spielen, auf Kip Supernova, alles was mit Fun, Action und natürlich auch Science Fiction zu tun hat, wobei Splatoon das Hauptspiel hier ist momentan. Werde dies mit der King Trollex Community dann teilen. Das ist natürlich klar. Ich habe nämlich auch einen Kanal, wo ich mich mit Trolls-Themen beschäftige. Der aber, er liegt nicht brach, aber ich mache da sehr wenig und da ist hauptsächlich an Weihnachten, mache ich da Sachen. Oder wenn dann der neue Trolls-Film draußen ist. So, hinter mir klingelt es, das heißt, die Pizza ist fertig, Sonic ist auch fertig. Welchen Platz? Wir waren ja zwischendurch wirklich auf dem 1. und auf dem 2. Platz. Es ist mal wieder der letzte Platz geworden, aber ihr kennt das Motto, dabei sein ist alles und wer Spaß hatte, der hat schon gewonnen. Das war's mit Sonic bei den Olympischen Spielen und wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Das war's, Kip Supernova, over and out.